Ich kann nur sagen, es wird ganz, ganz spannend. Wir sahen Dagliano diesmal mit Isabel Wert. Zufrieden mit beiden Rippen? Natürlich. Gab es einen Unterschied? Ja, wie ich vorhin sagte, es ist ein anderer Ansatz, glaube ich. Frau Wert hat ihn ein bisschen mehr angemacht. Normalerweise ist er ein heißer Feuerofen. Heute ist er überraschend entspannt. Von daher war das, glaube ich, genau das Richtige, als zweiter Reiter da ein bisschen ranzugehen. Was ich versucht habe, ich wollte ihn nicht mehr anmachen, sondern einfach nur ein bisschen mehr nach vorne. Er war so ein ganz bisschen stolz und ich wollte ihn ein bisschen mehr nach vorne über den Rücken auflösen, dass er sich ein bisschen mehr nach vorne orientiert. Das ist dann auch soweit ganz gut, hat er das angenommen und geglückt. Man sah, er hat dann einmal ein bisschen sich geschüttelt und es ging mir darum, dass er sich ein bisschen mehr noch im Rücken befreit. Und das hat er so gut gemacht und war sogar bereit, noch mehr zu geben, als er eigentlich brauchte. Wie hast du das gemacht? Unsere Zuschauer wollen es doch auch wissen. Naja, wie man das so schön immer sagt, von hinten nach vorne zum Gebiss hin, das war das Ziel. Und ich habe versucht, mit dem Schenkel und Kreuz ihn zur Hand hinzureiten, ohne dass er dann sich verhält, sondern nach vorne durch den Biss auch durchzieht. Und das hat er, wie gesagt, von irgendwas anderem spricht. Auch nicht mehr zu der Zeit. Und das ist aber darum ging's auch einfach, dass er so eine Verstärkung und so einen Galopp nach vorne annimmt. Isabel ihn schnurgerade reingebracht hat, ganz schnurgerade gehalten, schnurgerade angetrabt. Das ist schon das, wo die guten Reiter die Punkte holen. Das ist nicht nur, weil wir sagen, oh, jetzt haben wir einen großen Namen, wir geben Punkte, sondern es ist schon diese Präzision. Bei den Wechseln klappt es ja manchmal auch bei den eigenen nicht ganz so ideal wie hier. Ja. Das ist so, aber wenn man so mal durch die Bank die Vielzahl meiner Prüfungen quer liest und quer nimmt dann mit den Wechselfehlern, dann glaube ich, musst du nochmal nachrechnen. Nein, das glaube ich nicht, weil ich weiß ja selber, alles andere ist top und wenn mal ein Fehler passiert, dann da. Aber dann, interessant einfach für uns zu sehen, wie sich eigentlich so ein bisschen auch der Stil dann durchzieht, war, wie gesagt, sehr aktiv. Man hätte überlegen können, ist er ein bisschen eng, aber er war gar nicht im Hinterbein blockiert, er war schön oben, das Genick war der höchste Punkt. Das Urteil der Richter für Dagliano und Isabel Wert. Ich glaube, man kann gerade die berühmte Stecknadel fallen hören. Insgesamt 71,047% und damit einen Hauch besser als Benjamin Wernher.